Ja, liebe Leute, eigentlich hätte es jetzt ein Video mehr gegeben. Es gab nur ein kleines Problem. Mein Video ist abgebrochen. So, damit werde ich euch allerdings jetzt nicht das zeigen, was ihr verpasst habt. Das war sowieso bloß ein bisschen Tafelgesuche. Ist eigentlich auch recht uninteressant. So, in Datei 10 habe ich kurzzeitig mal ausprobiert, was passiert, wenn man den Weg nach unten läuft, den Alice einem vorschlägt. Probiert es einfach selber aus. Wir laufen den anderen Weg auf jeden Fall jetzt. Allein weil das Spiel damit weitergeht und nicht vorbei ist. Ja, also, dann müssen wir gucken, wie wir weiterkommen. Dort steht ein Schachbrett. Die Felder für die weiße und weiße Damen wurden markiert. Sonderlich viel Bewegungsfreiheit gerade hier. Ne? Naja, uno momento, bitte. Ja, da bin ich wieder. Also, wir sollen uns irgendwo verstecken. Aber wir haben keine Chance mehr, uns zu verstecken. In dem Fall sind wir sowieso jetzt erstmal tot. Und können eigentlich, ja, uns jetzt auch töten lassen. Sag ich doch. F12. Und da sind wir wieder. Ja, also was stand dort gerade interessant ist, wir haben nur eine Möglichkeit, wir müssen uns in irgendeinem Schrank verstecken. Okay, Schrank, Schrank. So, hoffen wir, dass er uns jetzt nicht zu schnell wieder verfolgt. Ja, ein einfacher Holztisch. Geschlossen, Tür ist auch verschlossen. Tisch liegt im Buch, dort hat jemand festgehalten, Einkäufe ausgegeben hat. Eine einfache Holzkiste. Antwort etwas geschrieben, aber die Schrift lässt sich nicht entziffern. Anscheinend wurde eine Art Geheimtinte benutzt. Okay. Egal, finden sich Weinflaschen. Warte mal, da kann man was öffnen. Untersuchen. Taschenlampe. Na, da haben wir doch mal was, was wir verbinden können, ne? Und zwar können wir eine UV-Birne erstmal anlegen. Können diese mit der Taschenlampe kombinieren. So. Wunderbar. Einfacher Holzschrank. Ist doch ein bisschen interessant, oder? Nein. Hier ist zwar dieser hässliche, komische Freak-Guy, aber er ist nicht mehr hier. Okay, den Code für den Wandschrank haben wir noch nicht. Den können wir also noch nicht öffnen. Der Deckel bewegt sich kein Stück. Der Deckel rührt sich auch kein Stück. Der Deckel rührt sich auch kein Stück. Dafür gibt es keinen. Ups, nein, ich hab gar nicht. Handschuhe. Cool. Nein. Checke Ton. So. Tür ist verschlossen. Tür ist verschlossen. Was? Seltsame Maschine, aus der Dampf kommt. Maschine lässt sich nicht öffnen. Das ist auch nicht möglich. Was haben wir denn hier? Das ist auch nicht möglich. Na, will ich doch gar nicht. Seltsame Pflanze, die im Boden gebrochen ist. Tisch liegen zwei Becher über Elektrotechnik. Tisch liegen. Nein! Verarsch mich doch nicht, du Kackvieh. Schachteln, Farbeimer, Schachteln, Batterie, Aua.
Ja, das wird noch eine Menge Spaß für mich bringen. Na, dann verstecken wir uns mal wieder im Schrank, bevor das dicke, hässliche Monster zurückkommt. So, da ist es. Jetzt haben wir ganz kurz Ruhe, also müssen wir uns wirklich schnell anhalten. Oder zumindest die Räume vernünftig schnell finden. Hier haben wir erstmal nichts weiter gehabt, genau. Das ist nicht möglich. Hier oben müssen wir nochmal rein, oder? Nein. Hier aber. Hoffentlich, wir haben das Ding. So, hier lang. Hier lang. Jetzt drücken und ziehen. So, Batterie haben wir auch. Was haben wir hier? Hier haben wir genau den Raum. So, dann Inventar werden wir natürlich zuerst einmal unsere Taschenlampe kombinieren. Na gut, anlegen, hast recht. Kombinieren wir diese mit der UV-Birne. Wir haben dann unsere UV-Lampe und ups, legen die natürlich an. Kombinieren diese mit der Batterie. So. Ab jetzt haben wir etwas, vielleicht kann ich damit Dinge sichtbar machen, die im normalen Licht nicht sichtbar sind. So, wir wissen ja vorhin, dass wir mit der Geheimtinte, dort werden wir jetzt auf die Schnelle mal hinlaufen. Vorher müssen wir mal in diesem Schrank verstecken. Denn ich glaube, das könnte vom Vorteil für uns sein. Okay, wir können sie natürlich auch erst benutzen, dafür ist der Raum zu hell. Nehmen wir die Handschuhe anlegen. So, benutzen wir, ziehen wir sie darüber, dann ziehen wir sie halt nicht darüber. Nehmen wir hier mal was? Nein, haben wir auch nichts. Müssen wir wahrscheinlich erst irgendwo eine Sicherung ziehen, aber zuerst verstecken sie am Schrank. So, damit haben wir wieder ein bisschen Zeit gewonnen. Okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir den Raum dunkel bekommen. Wie wollen wir das anstellen? Wir haben erstmal unsere Handschuhe, also müssen wir wohl irgendwas mit den Handschuhen machen. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir können versuchen, dass wir den Dampf irgendwie wegkriegen. Können wir das hier benutzen? Oh, scheiße. Los, das ist nicht einfach zu kaufen. Aua. Aua. Ey, wir haben uns doch eben gerade erst versteckt, ne? Was soll's? Stecken wir uns halt nochmal auf die Schnelle. Ja, bitte. So, da haben wir aber noch ein Glück gehabt. Ja. Ich glaube, da werde ich hier gleich. Nein, die wollte ich nicht anlegen. Die wollte ich anlegen, genau. Immerhin brauchen wir die gleich, um die Truhe dort zu öffnen. Steht in den Truhen entschlossen. Das Schloss ist aber ziemlich einfach. Vielleicht lässt es sich knacken. Ach so, dafür brauchen wir den Dietrich. Oh, 25 Seiten mit dem Mentalgegenstand. Cool. Suchen. Nutzen. Ja, ja. Der Dietrich wird nicht mehr gebraucht. Eine weiße Dame haben wir erhalten. Die können wir ja schon mal raufsetzen gehen auf ihr Podestchen. Wollte ich nicht. Anlegen, genau. Und benutzen. Dame wurde eingesetzt. Wunderbar.
Damit fehlt uns noch die letzte Dame, die wir einsetzen müssen. Erstmal müssten wir wieder zurück zu dem anderen Raum. Naja, aber das machen wir auch erst später, denn wir speichern schon wieder mal an dieser Stelle. Mann, leben wir noch gerade so. Und außerdem ist dieses Video vorbei, also bis gleich.